Jetzt bei Anwälte im Einsatz. Die zweifache Mutter Melanie Schlicht verschwindet spurlos. Rechtsanwalt Bernd Römer deckt ein brisantes Familiengeheimnis auf. Ganz ehrlich, wo steckst du? Ich sitze hier seit Stunden und warte auf dich. Deine Kinder warten auf dich. Wir wissen momentan wirklich nicht genau, wo eure Mutter ist. Wir suchen sie. Und die Polizei hilft uns auch dabei. Aber wo genau sie ist, wissen wir momentan nicht. Wie, Mama ist weg? Die kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Ach du Scheiße. Hallo Römer. Ja, es ist was ganz Schreckliches passiert. Was soll das heißen? Timo und Steffi sind weg. Timo und Steffi sind abgehauen oder entführt. Du hättest die ganze Aktion. Ey, meine Familie geht drauf. Ey, was ist das hier? Ey, was los? Ey! In Berlin-Charlottenburg wartet Marketingassistentin Vanessa Raab auf ihre Nachbarin und gute Freundin Melanie Schlicht. Die alleinerziehende Mutter hat Vanessa ihre beiden Kinder Steffi und Timo anvertraut, um in Ruhe den Wocheneinkauf zu erledigen. Doch Melanie ist auch am späten Abend noch nicht zurück. Hallo, hier ist die Mailbox von Melanie Schlicht. Leider bin ich im Moment nicht erreichbar. Hinterlass doch einfach eine Nachricht nach dem Piep. Boah, Melli, ganz ehrlich, wo steckst du? Ich sitze hier seit Stunden und warte auf dich. Deine Kinder warten auf dich. Mann, meld dich. Mailbox. Mann, ey, das gibt's doch wirklich nicht. Ich warte seit 7 Stunden, dass meine Nachbarin ihre Kinder abholt. Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Die wollte eben nur kurz beim Supermarkt einkaufen. Und jetzt sitze ich hier seit Ewigkeiten. Ich hab Hunger. Schatz, ich hab auch Hunger. Ganz schön großen sogar. Ich habe das Nudelwasser auch schon aufgesetzt. Sollen wir mal gucken, was wir in der Küche noch Schönes zaubern können? Okay. Vielleicht könnt ihr mir ein bisschen helfen. Ja? Vanessa, wo bleibt deine Mama? Sie wollte doch nur kurz einkaufen gehen. So lange dauert das doch eigentlich nicht. Ja, ich weiß. Lass uns doch erstmal zu Ende kochen und dann essen wir ganz in Ruhe. Und dann ist die Mama bestimmt auch gleich wieder da. Ja? Okay. Okay, super. Dann machen wir doch mal Nudeln. Vielleicht ist das ja Mama. Warte mal, Schatz. Kannst du schon mal das Besteck auflegen? Mach. Du hilfst deiner Schwester und ich guck mal, wer das ist. Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung, ob und wann ich wiederkomme. Bitte, bitte pass auf Timo und Steffi auf. Was? War das Mama? Vanessa? Sorry, was? War das Mama? Ja. Die Mama hat mir gerade geschrieben, dass eine Freundin von ihr kurzfristig krank geworden ist und da muss sie jetzt ganz, 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 ganz dringend hin. Und das kann ein bisschen länger dauern und deswegen werdet ihr heute Abend erstmal bei mir schlafen. Ist das super? Ja, ja, machen wir uns. Wann kommt denn Mama? Das gucken wir mal. Ihr bleibt jetzt heute Abend erstmal bei mir und wir machen uns einen schönen Abend und dann ist die Mama morgen früh bestimmt wieder da. Ich habe mir ja jetzt vor den Kindern nichts anmerken lassen. Aber ich mache mir natürlich schon tierische Sorgen um Melanie. Wo steckt die? Ich meine, die würde doch nicht einfach ihre Kinder alleine lassen. Irgendwas muss doch da passiert sein. Und in der SMS stand auch, dass sie noch nicht mal weiß, ob sie überhaupt wiederkommt. Was mache ich denn jetzt? What would I do without your smile? Vanessa macht die ganze Nacht kein Auge zu. Sie fragt sich immer wieder, ob Melanie Opfer eines Verbrechens geworden ist oder ihre Kinder aus freien Stücken zurückgelassen hat. Nachdem sie Steffi und Timo zur Schule gefahren hat, vereinbart sie einen kurzfristigen Termin mit ihrem langjährigen Rechtsanwalt Bernd Römer. Ich weiß einfach gerade überhaupt nicht mehr, was ich machen soll. Ich bin. Nur, das kann ich verstehen. Das glaube ich Ihnen. Das ist ja auch eine etwas sehr merkwürdige Geschichte. Wie gut kennen Sie denn eigentlich die Frau Schlicht, heißt sie, ne? Melanie? Ja, richtig. Mittlerweile sind Melanie und ich wirklich gut befreundet. Ich passe auch öfter mal auf die beiden auf. Aber sowas wie heute ist wirklich noch nie passiert. Also, Melanie ist eine absolute Vollblutmama. Die reißt sich ein Bein für die beiden aus. Und das sieht ja einfach überhaupt nicht ähnlich, dass sie ihre Kinder einfach so alleine bei mir lässt. Ich habe irgendwie einfach dieses Gefühl, dass da irgendwas passiert sein muss, weil das sieht ihr nicht ähnlich. Hatte sie denn irgendwelche Probleme? Gab es da irgendwas gesundheitlicher Art, beruflicher Art, privat, irgendwas? Also, dass es da Probleme gibt, wüsste ich jetzt nicht. Und sie lebt alleine mit den Kindern? Also der Vater der Kinder, den gibt es da nicht in dem Haushalt und es gibt auch sonst keinen anderen Mann.
Nee, einen neuen Mann gibt's nicht. Sie lebt getrennt von ihrem Ex, also dem Vater der Kinder. Und das Einzige, was ich über den weiß, ist, dass der Jörg heißt und irgendwo in Spanien wohnt. Ich kann ja auch nicht einfach zwei Kinder bei mir lassen. Nein, natürlich nicht. Das können Sie nicht. Wir würden zur Polizei gehen und dort Vermissenanzeige erstatten. Auf jeden Fall. Ach, Polizei. Ich weiß nicht. Wie alt sind die? 10 und 6 Jahre, haben Sie mir am Telefon gesagt. Und dann schreibt die Ihnen eine SMS, ich bin dann mal weg. Ich weiß auch nicht, ob ich wiederkomme. Das geht so nicht. Das geht wirklich nicht so. Und Sie müssen da auch an sich denken. Sie können die Kinder nicht einfach so behalten. Das muss ja abgeklärt werden. Das müssen wir mit dem Vater abklären. Ja, wenn wir den nicht kriegen, dann müssen wir es mit dem Jugendamt abklären. Können Sie die Kinder überhaupt jetzt zumindest für 1, 2 Tage bei sich aufnehmen? Geht das? Um ehrlich zu sein, ich habe auch überhaupt gar keine Ahnung von Kindern. Und arbeiten muss ich auch. Also für länger. Und mit der Polizei muss das wirklich sein? Es ehrt Sie ja, dass Sie Ihre Freundin schützen wollen, aber das ist mit Sicherheit der falsche Weg. Deshalb nicht zur Polizei zu gehen, das können Sie vergessen. Sie kommen sonst in Teufels Küche. Sie müssen an die Kinder auch vor allen Dingen denken. Die müssen ja gut aufgehoben sein nach den 2 oder 3 Nächten. Wissen Sie, ich würde mich nicht darauf verlassen, dass Ihre Nachbarin morgen wieder quietschfidel bei Ihnen vor der Tür steht. Wenn ich mir die SMS hier so angucke, dann weiß ich nicht, ob die noch mal wiederkommt. Wenn 2 kleine Kinder hier alleine zurückgelassen werden von ihrer Mutter, nur mit einer nichtssagenden SMS als Verabschiedung und keiner wirklich weiß, was los ist, dann lässt mich das natürlich nicht kalt. Ich hoffe, dass ich meiner Mandantin helfen kann, die Nachbarin und Freundin von ihr zu finden. Aber vor allen Dingen hoffe ich, dass wir den Kindern helfen können. Bereits 1 Stunde später geben Vanessa und Rechtsanwalt Bernd Römer eine Vermisstenanzeige bei der Polizei auf. Kriminalkommissarin Simone Weiß und ihr Kollege Franjo Schilling betreuen die Fahndung nach der verschwundenen alleinerziehenden Mutter. Wir werden jetzt eine umfangreiche Suche nach der Frau Schlicht starten. Ja? Wir werden in den Supermarkt gehen. Sie hatten uns ja gesagt, sie wollte einkaufen. Vielleicht hat sie dort jemand gesehen. Vielleicht gibt es da Zeugen. Und die Arbeitsstelle von der Frau Schlicht werden wir aufsuchen. Vielleicht weiß da jemand was oder wir finden irgendwelche Hinweise. Okay. Haben Sie schon die Handyortung geschaltet? Denn die Vermisste hat ihr Handy ja dabei offensichtlich. Ja, die Handyortung läuft natürlich längst. Ja. Wir würden uns gerne in der Wohnung der Vermissten umsehen. Ja, den Schlüssel für die Wohnung hätte ich. Sie können den Schlüssel auch unbesorgt rausgeben. Die dürfen dann natürlich in die Wohnung rein. Das ist ja ganz klar. Okay. In so einem Fall. Gut. Da brauchen wir auch keinen Durchsuchungsbefehl. Okay. Vor allen Dingen wollen wir feststellen, ob das Ganze von langer Hand geplant war. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich meine, dafür kenne ich Melli einfach zu gut. Die würde niemals einfach so ihre Kinder zurücklassen. Ich habe einfach wirklich Angst, dass da was Schlimmes passiert ist. Deshalb sind wir jetzt hier. Aber machen Sie sich bitte nicht verrückt. Wir warten jetzt in Ruhe die Ermittlungsergebnisse ab und sehen weiter. Frau Habe, so lange warten wir ab. Ja? Vielleicht könnten Sie das Jugendamt schon mal informieren über die ganze Situation. Wir hatten Folgendes vor. Die Kinder sind ja noch in der Schule. Die wissen ja eigentlich noch gar nicht, was los ist. Wir beide würden da jetzt hinfahren und die Kinder abholen. Es wäre gar nicht schlecht, wenn dann auch ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin vom Jugendamt vor Ort wäre. Ja, auf jeden Fall. Ich werde mich direkt mit dem Jugendamt in Verbindung setzen. Was ist denn eigentlich mit dem Vater der Kinder? Gibt es dann gemeinsames Sorgerecht? Wissen Sie, wo der wohnt? Haben Sie eine Rufnummer, einen Namen? Nee, ich habe gar keine Ahnung. Ich habe wirklich was, lediglich, dass er Jörg heißt. Mehr weiß ich leider auch nicht. Die Kinder wissen doch mit Sicherheit zumindest, wie er heißt, mit vollem Namen. Vielleicht wissen die auch Näheres über den Aufenthaltsort. Wissen die Kinder denn schon, dass ihre Mutter verschwunden ist? Ich habe denen eine kleine Notlüge aufgetischt. Ich wusste mir aber auch nicht anders zu helfen. Ich habe denen gesagt, die Mama ist bei einer kranken Freundin und dass sie deswegen über Nacht bei mir bleiben müssen. Natürlich, sie wollten denen ja nicht noch mehr Angst machen. Ich hätte sowas auch gesagt. Das ist völlig in Ordnung. Wir müssen es ihnen jetzt allerdings sagen. Wir müssen ihnen jetzt ein bisschen sagen, was Sache ist. Wir wissen nicht, wo eure Mutter ist. Das wird jetzt, glaube ich, nicht ganz einfach. Aber das kriegen wir schon hin. Ich habe wirklich gar keine Ahnung, wie Timo und Steffi reagieren, wenn sie hören, dass ihre Mutter weg ist. Ich drehe ja selbst fast durch. Ich hoffe nur, die beiden verkraften das irgendwie. Nachdem die alleinerziehende Mutter Melanie Schlicht nicht vom Einkaufen nach Hause gekommen ist, hat ihre gute Freundin Vanessa Raab am nächsten Tag die Polizei eingeschaltet. Rechtsanwalt Bernd Römer, Jugendamt-Mitarbeiterin Eva Schulz und Kriminalkommissarin Simone Weiß
wollen Melanies Kindern gleich nach Schulschluss schonend die Wahrheit über das Verschwinden ihrer Mutter beibringen. Ich weiß überhaupt nicht, was ich sagen soll. Setzen Sie sich vielleicht einfach mal daneben. So, es sind ziemlich viele Leute hier, ne, die er nicht kennt. Also, die Frau Raab kennt er ja, ne? Ist eine Freundin von eurer Mutti. Ich bin der Anwalt von der Frau Raab, ich bin der Bernd. Du bist Steffi, richtig? Ja. Und dann bist du Timo. Ja. Gut. Und dann haben wir noch die Frau Weiß, die ist von der Polizei. Und das ist Frau Schulz vom Jugendamt. Und wir müssen mit euch reden, es geht um eure Mutter. Mama ist doch bei der Freundin. Ja, das Problem ist, wir wissen momentan wirklich nicht genau, wo eure Mutter ist. Wir suchen sie. Und die Polizei hilft uns auch dabei. Aber wo genau sie ist, wissen wir momentan nicht. Wie, Mama ist weg? Die kann sich doch nicht einfach in Luft auflösen. Ich will zur Mama. Ja, Schatz, das kannst du bestimmt auch ganz bald wieder. Als erstes macht Mama unsere Familie kaputt und jetzt lässt sie uns auch im Stich. Steffi, wie kommst du denn da drauf, dass sie da ihre Familie kaputt gemacht hat? Mama hat den Kontakt zu Papa abgebrochen, als er nach Spanien gezogen ist. Und jetzt lässt sie uns auch im Stich. Das dürft ihr bitte nicht glauben. Ja, und wir tun wirklich alles, dass wir die Mama ganz schnell wiederfinden. Steffi, der Herr Römer hat ja schon gesagt, dass ich von der Polizei bin, ne? Und wir helfen auch ganz sehr, die Mama zu finden. Kannst du uns vielleicht weiterhelfen? Kannst du mir sagen, wie dein Papa heißt? Ja, Jörg Träger. Okay. Haben deine Eltern sich scheiden lassen? Ihr habt alle einen anderen Nachnamen, ne? Nee, die waren erst gar nicht verheiratet. Okay. Vanessa, ich will zur Mama. Ja, Schatz, das wirst du auch bald wieder, ja? Ich verspreche euch das. Frau Rapp, können Sie mal ganz kurz? Ich würde vorschlagen, wir fahren jetzt erstmal zu Ihnen nach Hause. Mhm. Na, die Kinder, die müssen das erstmal verarbeiten. Die brauchen jetzt Ruhe. Also diese wütende Reaktion von der Steffi, die hat mich doch jetzt sehr überrascht. Die lässt unsere Familie im Stich, die lässt uns im Stich, die macht unsere Familie kaputt. Sowas sagt eine 10-Jährige, ja nicht ohne, dass es einen Grund dafür gibt. Und deshalb bin ich jetzt sehr gespannt, was die Untersuchung der Wohnung von der Frau Schlicht ergibt. Vielleicht finden sich ja wirklich Anhaltspunkte dafür, dass ihr Verschwinden von langer Hand geplant war. Die Polizei will am nächsten Morgen die Wohnung der Vermissten nach Hinweisen durchsuchen. Nachdem Vanessa Steffi und Timo in die Schule gebracht hat, übergibt sie Kriminalkommissarin Simone Weiß und Polizist Christoph Breuer den Zweitschlüssel für Melanies Wohnung. Haben Sie schon irgendwas rausfinden können? Nee, bisher leider nicht. Aber wir stehen ja ganz am Anfang der Ermittlungen. Und was war mit dieser Handyortung? Da sind wir leider nicht weitergekommen. Das Handy ist ausgeschaltet. Und auch im Supermarkt gibt es keine Zeugen, die die Frau gesehen haben. Momentan gehen wir davon aus, dass sie gar nicht im Laden war. Denn auch auf den Überwachungskameras ist sie nicht zu sehen. Was ist, wenn ihr irgendwas passiert ist? Ich meine, so eine SMS, die kann ja wohl auch jeder schreiben. Ja, da haben Sie natürlich recht. Aber ich bin sehr zuversichtlich, dass wir sehr schnell Ergebnisse haben werden. Wie geht's denn den Kindern? Ja, soweit ganz gut. Ich glaube, wir müssen das jetzt alle erstmal verarbeiten. Und ich war jetzt erstmal bei der Arbeit, hab mir freigenommen. Ich muss sowieso noch Überstunden abbummeln und deswegen passt das ganz gut. Ich glaube, ich würde das sonst auch nicht packen. Also. Ja. Entschuldigung? Ja. Könntet ihr vielleicht mal bitte hochkommen? Ich habe was entdeckt. Leiche rechts nach dir. Ja, alles weg. Das gibt's doch nicht. Das habe ich mir nämlich auch gedacht und vor allem. Hier, die Zahnbürste fehlt, nur noch die Kinderzahnbürsten sind da und hier ist auch alles freigeräumt. Ja, aber das sieht doch so aus, als hätte sie es wirklich schon länger geplant. Momentan sieht es leider so aus, als wären hier Sachen eingepackt worden. Wo hält sie denn ihre Koffer und Taschen bereit? Im Schlafzimmer, im Schrank. Dann gucken wir da mal. Hier ist das Schlafzimmer, nicht wahr? Ja. Ja. Mellies Koffer steht immer hier im Schrank. Großer Koffer ist weg. Auch ihre ganzen Blusen und so weiter hingen hier. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Hat Frau Schlicht so wenig Kleidungsstücke? Melli hat total viele Klamotten. Mhm. Aber ich sag Ihnen, bitte glauben Sie mir, sie würde niemals ohne ihre Kinder gehen. Ja, Frau Raab, das mag wohl so sein. Es sieht aber wirklich ganz anders aus. Ja, sieht so aus, ob Frau Schlicht ihre Tasche gepackt hat, ihren Koffer, ihre Toilettenartikel auch eingepackt hat. Sieht jetzt nicht nach einer überstürzten Abreise aus. Ja? Das scheint wirklich von langer Hand geplant zu sein. Ne? Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ohne ihre Kinder geht. Während die Polizei die Wohnung der Vermissten durchsucht,
setzt Bernd Römer alles daran, das dubiose Verschwinden der Alleinerziehenden aufzuklären. Der Anwalt trifft sich auf dem Präsidium mit Kriminalkommissar Franjo Schilling. Denn der hat brisante Neuigkeiten über Melanies Ex-Freund. Ja, dieser Herr Träger, das ist für uns kein Unbekannter. Aha. Er hat eine ganze Menge auf dem Kerbholz. Darf ich mal sehen? Auf dem kurzen Dienstweg. Ausnahmsweise. Schauen Sie. Ja, damit hätte ich jetzt nicht gerechnet. Der sitzt ein, ja? Ja, wir auch nicht. Ja, und der sitzt seit über einem Jahr schon ein. Justizvollzugsanstalt hier in Moabit. Was ist denn ausgefressen? Schwerer Raub. Er hat ja mit seinem Komplizen Lenny Dressler mehrere Überfälle begangen. Auf Supermärkte. Hat insgesamt 70.000 Euro erbeutet. Mein lieber Mann, das war nicht schlecht. Ja, das ging, wie gesagt, über mehrere Monate. Die Kollegen waren immer ein bisschen zu spät. Das heißt, jedes Mal, wenn sie dann vor Ort waren, waren die Jungs schon weg. Und das ging über mehrere Beutezüge hinweg. Ja, die Berliner Polizei ist ja dafür bekannt, nicht gerade immer zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Kleiner Scherz. Aber sie haben sie ja hinterher gekriegt. Allerdings die Beute, die wurde noch nicht gefunden. Und dieser Lenny Dressler, der ist auch schon wieder draußen, weil der soll eigentlich nur Mitläufer gewesen sein. Und der Jörg Träger, der sitzt noch, weil der als Haupttäter verurteilt worden ist, ja? Weil der der Initiator des Ganzen war. Und angesichts dieser Tatsache frage ich mich natürlich, ob der Träger der Einzige ist, der weiß, wo die Beute ist. Schließlich ist Melanie schlicht auf einmal verschwunden. Und es ist ja nicht auszuschließen, dass sie vielleicht mit unter der Decke hängt. Also ganz ehrlich, nach dem, was meine Mandantin mir von der Frau Schlicht gesagt hat, glaube ich das nicht. Die hat gesagt, das ist eine ganz integre Frau und vor allen Dingen ist das eine Mutter, die niemals ihre Kinder alleine lassen würde. Niemals. Auch nicht für 70.000 Euro, sag ich jetzt mal. Gut, das mag natürlich alles sein, aber wir müssen auf jeden Fall in alle Richtungen ermitteln. Ja klar, da haben Sie natürlich recht. Ja? Ich frage mich nur, was ich jetzt mache. Die Sache mit dem Sorgerecht, da muss ich auf den Träger nicht mehr zukommen. Solange der im Knast sitzt, gut das natürlich. Also da komme ich nicht weiter. Nee, und Sie können davon ausgehen, dass der da auch noch ein paar Jahre ist. Vielleicht sollten wir den fragen, ob der irgendwas weiß, was seine Ex-Freundin angeht. Meine Mandantin hat mir gesagt, die hatten Kontakt. Die hatten Kontakt bis zum Schluss und vielleicht weiß der irgendwas. Und vielleicht sagt das uns sogar. Das wäre jetzt sowieso mein nächster Weg gewesen. Also wenn Sie möchten, können Sie jetzt mit mir fahren. Ich fahre jetzt direkt rüber. In Justizvollzugsanstalt? Genau. Ich bin mit dabei, natürlich. Die Chance, mit dem Ex-Freund der Vermissten zu reden, die lasse ich mir natürlich nicht entgehen. Denn wenn es stimmt, dass er bis zuletzt noch Kontakt mit ihr hatte, dann weiß er möglicherweise etwas über ihr Verschwinden. Er weiß vielleicht etwas über ihre Motive, einfach die Kinder alleine zu lassen. Ob er es mir dann sagt, das ist eine andere Frage. Aber versuchen muss ich das. Bereits eine halbe Stunde später erreichen Bernd Römer und Franjo Schilling die JVA in Berlin-Moabit. In einem Besucherraum des Gefängnisses haben der Rechtsanwalt und der Kriminalkommissar die Chance, Jörg Träger auf den Zahn zu fühlen. Die beiden hoffen, endlich einen Schritt weiterzukommen. Denn Melanie wird mittlerweile seit fast 48 Stunden vermisst. Schönen guten Tag, Herr Träger. Mein Name ist Römer, ich bin Rechtsanwalt. Und ich bin Kommissar Schilling. Ja, schön für Sie. Was kann ich dafür? Herr Träger, es geht um Ihre Freundin, Melanie Schlicht. Das ist dann wohl mal eher meine Ex, ne? Würde ich sagen. Herr Träger, möchten Sie sich nicht erstmal setzen? Oh ja, unbedingt. Hab heute noch so wenig gesessen. Dankeschön. Ja, aber nicht so bequem. Ja, ja. Herr Träger, Ihre Freundin, Ihre Ex-Freundin, ist seit ein paar Tagen spurlos verschwunden. Echt? Mehr haben Sie nicht dazu zu sagen. Ganz ehrlich, was soll ich dazu sagen? Die Alte interessiert sich seit dem Prozess, ich sag mal, nicht mehr so richtig viel für mich. Genau genommen gar nicht, ja? War kein einziges Mal hier mich besuchen. Und meine Kinder lässt sie mich auch nicht sehen. Von mir aus kann die Alte im Boden versinken, wäre mir total Latte. Tatsächlich? Da habe ich andere Informationen. Ich habe gehört, Sie haben regelmäßig mit ihr noch telefonischen Kontakt aus dem Gefängnis heraus gehabt. Das sagt zumindest eine Nachbarin von Ihrer Ex-Freundin. Ich glaube, dann sind Sie echt total falsch informiert. Ich habe nie mit Melanie telefoniert. Ich weiß nicht, mit wem sie dann gesprochen hat und was diese Nachbarin gehört hat, sorry. Aber sagen Sie mal, wie ist denn Melanie verschwunden? Sie hat die Kinder bei ihrer Nachbarin abgegeben und wollte eigentlich nur zum Einkaufen. Nur kam sie dann nicht wieder, wenn sie überhaupt je beim Einkaufen war. Ja, ist krass, ich weiß, ist krass, aber wirklich, es passt zu Melanie total. Die ist einfach durchgeknallt. Die ist wirklich durchgeknallt irgendwie. Also das wundert mich gar nicht. Ne? Also, ich weiß nicht, wie ich Ihnen helfen kann. Sorry. Sie meinen, Ihre Ex-Freundin ist so durchgeknallt, dass sie von einem Tag auf den anderen untertaucht und ihre Kinder alleine zurücklässt? Melanie war immer schon total überfordert mit den beiden.
So, und so eine Aktion, dass sie dann rot sieht und irgendeinen Mist macht, ja, ich trau's ihr zu. Gut, da müssen wir jetzt natürlich überlegen, wie es weitergeht mit den Kindern. Die müssen ja irgendwo hin, Herr Träger. Haben Sie Verwandte? Hat Ihre Ex-Freundin Verwandte, zu denen die Kinder können? Melanies Verwandte kenne ich nicht und ich habe nur eine Schwester, die wohnt in Wuppertal und ist Alkoholikerin, da können sie auch nicht hin. Und wo sollen die Kinder jetzt hin? Oder ist Ihnen das völlig egal, was mit denen passiert? Das habe ich doch überhaupt nicht gesagt. Außerdem geht's jetzt gar nichts an. Ich habe doch keinen Bock mehr hier, ich würde gerne wieder auf die Zelle wiedersehen. Ja, da waren Sie auch schon lange nicht mehr. Ja, ja. Schönen Tag noch. Ja, ja, ja. Schönen Tag noch. Und, was meinen Sie? Können wir im Traum? Der lügt natürlich, wenn er sagt, er hat keinen Kontakt zu seiner Ex-Freundin. Ich weiß von meiner Mandantin, dass die beiden miteinander telefoniert haben. Und ich weiß auch, dass ihm seine Kinder nicht egal sind. Das hat man ganz deutlich gemerkt. Das bei den Kindern habe ich auch so empfunden. Aber was ist denn, wenn diese Schlicht mit dem Träger zusammenarbeitet, wenn die die Beute hat und jetzt damit abgehauen ist? Das kann natürlich sein. Also wir können das zumindest nicht ausschließen. Gucken Sie doch erstmal nach im Besucherbuch, ob sie vielleicht sogar hier gewesen ist und ihn besucht hat. Wäre natürlich dumm, wenn er dann lügt, aber hat ja nichts zu verlieren hier drin. Das Besucherbuch wäre jetzt auch mein Vorschlag gewesen. Okay, schauen wir nach, ob seine Verflossene vielleicht doch nochmal hier war. Gut, alles klar. Sie halten mich auf dem Laufenden. Ja, kommen Sie.